So, schauen wir mal, was Team Plasma alles vorhat. Lassen wir erst einmal diesen Raum. Oh, weiß ich. Hab mich mal wieder vertippt, wie üblich. Hey, 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 wo sind sie? Wo sind sie? Ich verstecke mich hinter dem Bücherregal und belausche sie. Hey! Aha! Oha, wer will sich mit mir anlegen? Hey, ihr da! Jetzt lass aber mal den Unsinn! Sieh an, sieh an! Wir erinnern seit dem Höchst selbst! Wir, Team Plasma, werden den Pokémon schon bald die Freiheit schenken! Und dazu werden wir den Draco-Schädel aus dem Museum an uns nehmen! Und um euch zu zeigen, wie ernst es uns damit ist, schnappen wir ihn euch direkt vor der Nase weg. Nun dann, Rauchwolke! Plasma, Plasma! Wusch! Das haben sie von Bart Simpson geklaut. Was zum Kuckuck? Wie, was, wo? Die müssen wir verfolgen! Schnell aber! Hui! Nach dem dreisten Diebstahl durch Team Plasma fehlt ein Teil des Skeletts. Lol, wie schnell ihr sowas hinschreiben können? Auf so ein Schild? Hui, hui, wo sind sie? Wo sind sie? Tag, hallo, na, wie geht's? Wie steht's? In letzter Zeit irgendwelche brauchbaren Fossilien in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in einer Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Kevin? Dieser Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Arenaleiter von Strato City. Nanu, welche Lars ist dir denn über die Leber gelaufen? Du gibst wirklich so aufgewühlt. Gibt's einen Grund dafür? Und ob es den gibt? Eine unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Och nee! Weg, geh weg, Bell! Lass mir nur. Sag mal, Kevin, was ist denn hier was für ein Massenlauf? Quatsch, Quatsch, Quatsch. Gibt es hier irgendwelche Probleme, Kevin? Wen haben wir denn da? Kennst du diese zwei Racker? Sind das Freunde von dir? Bell und Sharon heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer? Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in diese Richtung umsehen. Jetzt zu euch beiden. Ich würde euch darum bitten, hier im Museum zu bleiben, Sharon und Bell. Weil Arte und Kevin in den Ewigwald durchkämmen und das zusammen. Alles klar, Arte, ich zähle auf dich. Geh du bitte voran. So weit, so gut, ich zähle auf dich. Gut, gut. Kevin lautet der Name, stimmt's? Dann machen wir uns mal auf die Socken. Da draußen warten ein paar Diebe darauf, von uns gefasst zu werden. Ach nee, geh weg, ich will nicht mit euch reden. Ihr seid nicht meine Freunde. Kennen wir uns? Hallo, halt Kevin, nimm das hier mit. Dieses Itemradar habe ich von Vivian bekommen. Aha, mir gibt es sowas nicht, was? Wahrscheinlich, weil... ja, aber es ist wahrscheinlich, weil diese beide weibliche Personen sind. Rassismus mag keine Männer. Lasst mich in Ruhe. Ich will nicht mit euch quatschen. Geh weg. Ja, genau, verpiss dich. Jetzt die Tür versperren, sodass sie mir da rauskommen. Das würde ich jetzt am liebsten machen. Lass mein Pokémon heilen, die sind angeschlagen vom Arenaleiterkampf. Okay. Ich werde es jetzt immer speeden, das Heilen, weil das ist langweilig. So, das welches Pokémon setzen wir an vorderster Front? Ach, wir haben niedriges Level, aber in diesem Wald wird es viele Pflanzen-Pokémon geben. Ich glaube, Son Goku passt eigentlich. Also gut. Ewigen Wald. Es gibt auch einen Wald in Sinnoh, der ist Ewigwald. Haben die nur ein EN davor gesetzt. Vor uns liegt der Ewigen Wald. Wenn sie sich da hineinflüchten, macht es die Sache nicht gerade leichter. Okay. In diese Richtung, Ewigen Wald. Hast du auch das kennen wir schon. Oh mein Gott!
Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Ein Weg führt geradeaus, der andere schlängelt sich quer durch Dickicht. Ich gehe geradeaus und versuche dich einzuholen. Ja genau, nimm den leichtesten Weg und lässt mir die Drecksarbeit machen. Und selbst wenn sie nicht diesen Weg genommen haben, dann sollten, schneide ich ihnen den Fluchtweg ab. Wirst du diesen Weg nehmen und nachsehen, ob sie sich da verstecken? Du triffst sicher auch einige Trainer und im Prinzip gibt es nur einen Weg. Verlaufen kannst du dich also nicht. Also dann tun wir es für Allo. Tipps für Trainer. In Wäldern gibt es viel zu finden, auch wenn man es leicht übersieht. Siehe dich genau um. Das sollte man, glaube ich, unseren Itemradar Select stellen und den vielleicht einmal verwenden. So, registrieren, auf Select und einsetzen. So, das ist da unten, der zeigt jetzt immer was an. Das könntest du zwar nicht sehen, aber ich sehe es. 1, 2, 1, 2 und eine linke, immer dem Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie vor jedem Kampf immer peinlichst genau ab. Doppelkampf! Gegen Zwillinge Vivi und Bibi. Oh mein Gott. Und hier sind zwei Pflanzen-Pokémon. Starwicke. So, Son Goku, was machst du? Ja. Hat noch keine Gesteinsattacken, wie Steinkante. Und Evoserb, naja, nutzt mal Wachstum und erhöht dann seinen Angriff. Ach nee, sehr effektiv. Käfer gegen Pflanze. Und das gleiche nochmal. Okay, ich sollte Evoserb wechseln lassen. Silberblick, senkt die Verteilung beider Gegner, nicht nur von einem, das ist mir Eul Saber ran. Eul Saber. So, weg mit euch, Verteidigungspunkte. Kann das Eul Saber auch Silberblick, wäre schön. Jetzt greifen wir Eul Saber an, weil vorher noch unser Evoserb draußen war. Nochmal Silberblick und roten Schlag senkt auch die Verteilung bei der Gegner. Okay, das scheint ihn nicht zu stören, dass es kein Pflanzen-Pokémon ist. Okay, ist down, sorry, Illisheber. Affe! Silberblick und jetzt können wir ruhig mal angreifen mit Kratzkugel auf einen starrer Wickel. Wie heißt Stradwickel, ja. Zack, zack, 1, 2, 3 und ach schade, kein viertes Mal. Ah, jetzt kommt eine Pflanzenattacke, ahem. Also die haben's drauf, die können echt kämpfen. Ach scheiße! Volltreffer. Fuck! Ich verliere, auch wenn es unglaublich klingt. Jetzt greife ich aber an. Zack und zack. Bam! So, senkt die Verteidigung noch weiter. Oh, Initiative, das ist okay. Und tschüss. So, ich habe zu viel attackiert, deswegen habe ich so viel Schaden gekriegt. Senkt die Initiative. Von beiden, oha. Wusste ich gar nicht. So, jetzt machen wir aber Schluss hier. Schluss mit lustig. So, Fußtritt. Bam! Wir schlagen zusammen zu. Ja! Sind die lesbisch? Ach egal. So. Erstmal heilen. Die heilt ja unsere Pokémon. Okay. Oh mein Gott!
Du lästiges Kind, ich verpasse dir und dein Denkzettel, dann verfolgst du uns nicht mehr. Ach, das werden wir doch mal sehen. Das werden wir doch mal sehen. Team, lass mal Rüpel. Garnuwil. Boah, perfekte Gegner gegen Son Goku. Garnuwil ist vom Typ her normal Unlicht. Und Unlichtattacken sind schwach gegenüber Kampfattacken. So, Fußtritt. Tschüss. Level 18. Wir sollten mal unser Ding trainieren, unseren Affen. Weil der ist ein bisschen unterlevelt. Du hast leider Pech. Ich habe den Schädel nicht bei mir. Wenn du ihn zurückhaben willst, musst du meine Kameraden finden. Verdammt. Okay. Erst einmal Affe an vorderster Front. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich gleich wieder das Itemrad markieren, weil das habe ich gerade deaktiviert. So. Und hier ist Gras. Ah, hier ist ein verstecktes Item. Wird bei mir angezeigt. Suchst du vielleicht etwas? Ja, ich suche den Draco-Schädel, den ihr gestohlen habt, ne? Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen. Weißt du, wo er sein könnte? Hm, anscheinend nicht. Naja. Chililo Unlicht. Aber könnte man mit unserem Son Goku leicht knacken. Aber Affe müsste es auch schaffen. Erstmal Kraftzug, wieder die gleiche Taktik. Angriff erhöhen. Angriff erhöhen. Angriff erhöhen. So, nochmal einmal. Und dann greife ich an. Boah, unser Affe ist total unterentwickelt. Oder underleveled. Jetzt greife ich an, auch wenn die Genauigkeit gesenkt wurde. Katzfuhr trifft trotzdem. Aber nur zweimal, schade. Verfolgung. Abknall. Ach, diesmal ging es daneben, das war der Sandwirbel. Jetzt aber trifft, sehr schön. Step ist noch drauf. Und tschüss. Funkst du uns etwa dazwischen, weil du... ich kann nicht so schnell lesen. Tut mir leid, aber ich habe ihn auch nicht. Ich bin doch nur ein Mädchen. Da werde ich wohl kaum etwas Schweres bei mir haben. Versuch's mal bei meinen Kameraden. Hier sind aber viele Items. Ah, das Versteckte scheint Hero zu sein, wird mir angezeigt. Ein Supertrank. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Ah, ist doch ein wildes Pokémon auf, naja. Ein Stravikel. Können wir fangen. Will ich sogar fangen. So, Kraftvogel. Ich will es nicht allzu sehr schwächen. Oh, das zieht aber wenig ab. Das zieht aber wenig ab. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Das zieht aber wenig ab. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Verarschen, so. Das reicht. Und jetzt Elisabeth. Ah, ruckzucki. Ich will es ja nicht ownen. Ach, zieht aber immer noch wenig ab, naja, egal. Ach, es kann meine Initiative senken. Tja, deine Initiative senken bringt dir gar nichts, wenn du paralysiert bist. Weil dann ist deine am langsamsten. So. Oh mein Gott. Ja, mach weiter. Naja. So, bei Paralyse ist es so, dass der Gegner ein bisschen gelblicher wird. Habe ich ja noch vergessen, noch zu sagen. So, einmal geht noch und dann werfe ich mal einen Ball. Was soll ich noch einmal machen? Nee, das ist ja ein Käfer. Käfer sind leicht zu fangen. Pokéball! Boah, Spitzname. Wie soll ich es nennen? Keine Ahnung. Wie sieht denn das aus? Stravikel, Schneider, Käfer, Pflanze, Größe 30 cm, Gewicht 2,5 kg, greift nach dem Schlüpfen nach Matrifol, ihm ein Kleidchen, wenn es schläft, verbirgt es den Kopf unter einer Haube. Oh Gott, wie soll ich es nennen?
Salatfresse. Passt nicht hin. Gemüsefreak. Nee, ich nenne den Obstgarten. Obstgarten. Obst. Garten. Passt genau hin. Geh. Ah. So, Obstgarten. Lol. Zwei Schritte und noch ein neues. Und wieder das gleiche. Affe! Affen kommen aus Afghanistan. Ach, verdammt. So. Jetzt tue ich mal wieder Elizeba an erster Stelle. Und wieder das Ding markieren. Wo ist der Leck bei mir? Keine Ahnung, wo der Leck ist. Okay, mal ist eben so. Geht mal da, zack. Okay, es zeigt nach unten. Ah ja. Ich bin jetzt genau drauf. Ein Mini-Pilz. Oh mein Gott. Und was ist es? Das ist wieder der gleiche Scheiß. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nicht dauernd diese Strategie. Ruckzucki. Bam. Oh nein, da kommt ein Fadenschuss. Ich habe solche Angst davor. Paralyse ist immer gut. Oh mein Gott. Die stärkste Attacke ever. Tackle. Nee, Spaß. Rutenschlag. Ich schlag dich mal mit meiner Rute. Ach, du hast Hunger. Boah, scheiße. Die sind stärker als sie aussehen, diese Pokémon. Tafelwasser. Oh mein Gott. Und Rockzuckieb. Zack. Aua, Tackle. Rockzuckieb. Zack. Jetzt kann man es fangen, aber wir haben schon eins. So, tschüss. So, endlich besiegt. Hier tauchen noch so viele am Stück auf. Wie kommen wir da unten hin? Ah ja, hier geht's unten, okay. Schnelles Grasrennen. Eine Großwurzel. Können wir ein Pokémon wiederbeleben, aber leider wird unser Pokémon das nicht mögen. Das heißt, es wird uns dafür hassen. Also, die Zuneigung sind, sag mal so. Naja. Zack. Wir müssen leveln, deswegen so viele Pokémon bekämpfen, wie es nur geht. Ich glaube, das Speed ist ein bisschen langweilig, ne? Da, 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 da. Oh fuck, Rasierblatt. Okay, verwende ich jetzt einen Trank. Einen Supertrank. Alter, wie viel zieht das ab? Naja. So, jetzt können wir es killen. Zack. Was? Hat überlebt? Boah. So, tschüss. Oh mein Gott. Hi. Ich ziehe jeden Tag im ewigen Wald meine Runden. Die Kämpfe hier sind keine große Sache mehr für mich. Was ist das? Ein Ranger, glaube ich, oder? Ein Texas Ranger, Matthew. Terry Bart. Weit ein Pilger von Yoglev. Kennen wir aus der Arena von Septerna City. Gut, jetzt lass ich zum Goku ran. Oh mein Gott, es hat mir Son Goku Schaden zugefügt. Naja, egal. Double Kick. Und tschüss.
Eine Niederlage im ewigen Wald. Hier, das gehört zur Grundausstattung eines Rangers. Nimm eine Maroonberry. Halt die Schwierigkeit. Also wir können Pokémon auswecken. Okay, was ist hier oben? Ach, scheiße. Baumball! Ja, ich mal was anderes. Okay, erstmal heilen. Baumball! Ah, ist der Megasauger. Naja. Guten Schlag und erstmal die Verteidigung sinken. Was ist das? Was war das für eine Attacke? Also Wachstum, glaube ich, ne? Stachelspore. Nein! Paralysiert, oh nein! Na gut, wenn du mein paralysierst, paralysiere ich dich auch. So. Was hast du nun davon? Jetzt aber ruckzuck hier. Zack! So, dann fangen wir mal diese Wolle. Wolle in Minecraft. Ich nenne es Wolli. Genau, Wolli ist ein schöner Name. Wolli! Ich wollte doch nur dieses Baumwoll. Baumball. Baumball heißt. Baumball, Wattebausch. Pflanze, Größe 30 cm, Gewicht 0,6 Kilo. Wird es angegriffen, zerstreut es zur Täuschung Watte. Es flieht, während der Gegner nach dem wahren Baumball sucht. Ich nenne es Wolli. Wolli. Wolli ist ein schöner Name. W-O-L-L Wolli. Und das können wir auch sogar tauschen gegen das Pokémon, was irgendeiner uns zum Tausch anbieten wollte, glaube ich, ja. Und hier nochmal ein Baumball. Und unser Elzeber ist immer noch paralysiert. Oh nein, es saugt unser Elzeber ab. Naja. Da, 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 da. Und Ruckzuckieb. Boah, Ruckzuckieb hat man noch 14 AP. Krass. Jetzt aber. Und tschüss. Bam, auf die Schnauze. Was hat überlebt? Oh Gott. Das überlebt aber nicht mehr. Tschüss. Wenn es gut läuft, lernt Elzeber jetzt Nitro-Dings da. Wie heißt die Attacke? Nitro-Ladung. Ja, perfekt. Ist eine Feuerattacke. Die wird man ja gut brauchen. So, roten Schlag hau ich mal weg. Elzeber lernt Nitro-Ladung. Juhu, ist immer gewappnet. Ich kann mir jedes Pokémon one-hitten. Aber zuerst heilen. Hey Schlampe, heil meine Pokémon. Danke. So. Halt nein, nichts durchs Gras. Gras böse. Ich nix durchgehen Gras. Ich habe eine Allergie gegen Gras. Eine Grasallergie. So ist es hier. Wenn du gegen meine Pokémon kämpfst, wirst du sehen, wo ihre Stärken liegen. Gut, dann zeig mir deinen Baum bei uns. Oder du hast was anderes. Toxipets. Ein neues Pokémon, ein Gift-Pokémon. Ist natürlich gut, das kann man sich ins Team reintun, wenn man Spaß hat mit dem. Ja. So ist aber vom Typ der Pflanze Gift. Deswegen war es sehr. Ne, Käfergift, ne? Deswegen war die Attacke in Nitro-Ladung sehr effektiv. So. Das gleiche nochmal. Zwei Attacken sind immer schön.
Und für die Initiative. Ach nee! Giftdorn. Wir haben das Ding berührt und deswegen wurde unser Set vergiftet. Wir haben zum Glück Gegengift. Aktibike. Schade, dass wir keine Flugattacke momentan haben. So, Gegengift. Hilft gegen Gift. Steinwurf. Eine Steinsattacke. Naja, jetzt mal Schockwelle. Ist Step drauf, deswegen. Erhöht die Volltrefferquote. Energiefokus, aber egal. So. Schockwelle. Ah, das tat weh. Schnell weg mit dem. Zack. Glückwunsch. Danke. Gut. Ah, warte. Ich muss den Itemfinder nochmal anschalten. Und schon wieder ein Wurmball. Ich heile mal mein Ding wieder. Super Trank. Ah, Paralyse. Es reicht mir, Nitro-Ladung. Ekelsamen. Saugt unserem Pokémon jede Runde ein paar KP ab. So wie jetzt zum Beispiel. Scheiße. Nitro-Ladung. Schnell. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Und erhöht sogar die Initiative wieder. Ja. Ekelsamen schadet Elezeba. Jetzt aber noch einmal. Das ist doch nur ein hässlicher Wattebausch. Und gegen den hast du schon Probleme. Du bist ein Zebra. Zebras sind überlegen gegenüber Wollendinger. Ist aber gut. Hör auf meinem Elezeba-KP zu stehen. Du nervst, diese Paralyse geht mir auf die Eier. Yeah. Nerv nicht, du dreckige Wattebausch. Och Mann, es hat den Ruckzuck überlebt. Und es kühlt tatsächlich unser Elezeba, ich glaub's nicht. So, jetzt war's es aber. Genug gespielt. Tschüss. Die wilden Pokémon sind hier aber aggressiv. Wurmball ist Level 15. Nitro-Ladung. Auf Fliehen habe ich keine Lust, weil die alle Erfahrungspunkte geben. Ne, ich setze den Spul jetzt noch nicht ein. Einfach mal weitermachen. Wenn es kritisch wird, dann setze ich die ganzen Heilsachen ein. Nitro-Ladung. Bäh. Auf einmal Nitro-Ladung. Die einzige Feuerattacke, die wir momentan aus unserem Team haben. Und tschüss. Oh, alter Schwede. Und jetzt hole ich den Itemfinder raus. Wieder mal zum over 9000. Mal. So, nichts Neues bedanken. Alter! Ich laufe drei Schritte und es taucht ein neues Pokémon auf. Das sehe ich doch ins eine. Fliehe ich, jetzt habe ich keine Lust mehr. So, tschüss. Wo genug ist, ist genug. Und hier ist wieder ein verstecktes Item. Ne, das mache ich nicht. Das sieht man ja. Also bei mir ist eins angezeigt. Ein guter Ranger erlangt große Kraft, ohne sich der weiten Natur widersetzen zu müssen. Hat mich da einfach erschrocken aus dem Hinterhalt. Der war so gut versteckt. Ah, Vegimak. Dieser Pflanzenaffe. Na gut, dann Nitro-Ladung. Autsch! 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 Nein! Ich hasse dich. Jetzt reiz mir. Jetzt mache ich dich platt.
keine Gnade. Erstmal, ich kann warten. Aua! Fast so wenig hat's abgezogen, oha. Na komm, greif weiter an. Das schreckt mich doch nicht ab. Bam! Konter an! Angriff! Komm. Wenn du so weitermachst, schlaf ich noch ein, weil es so lange dauert. So, zack. Und tschüss. Was, wenn nicht? War. Ich dachte, die wäre nicht sehr effektiv. Okay. Hier, das ist nur eine der vielen Gaben, die die weite Natur für mich bereithält. Ist wieder eine Maronenbeere. Was man allein nicht. Ach, scheiße, das habe ich versehen nicht A gedrückt. Egal, das ist eh nur unnötiges Gequatsche. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Tempfinder geschlossen. Gut, dann Son Goku eben an erste Stelle. Und dem scheiß Itemfinder wieder öffnen. Zack. Okay. Jetzt gehen wir mal durch diesen Baumstamm. Baumstamm! Ist das hier? Nein. Ah, es scheint hier hinten zu sein. Oh ne, jetzt müssen wir durch das Gras. Und es taucht sofort ein Pokémon auf. Ist ja klar. Dieses Wurmball nervt, dieses Wurmball nervt. So, Fußtritt. Ich wollte zwar den Part in einer halben Stunde abschließen, aber dann mache ich eben wieder einen extra langen Part, ist ja egal. Wachstum. Zertrete diesen Wattebausch. Mach ihn alle. Ah, fast ein One-Hit. Nochmal. Oh nein, es saugt Energie von unserem Pokémon ab. Ich habe solche Angst. Fußtritt! Trete ihn! Die Pflanzen-Pokémon machen mich aggressiv! So, oh Gott. Ach komm. So, jetzt lass uns zusammen erst einmal schön tief durchatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. So, und jetzt können wir mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Texas Rangerin. Wieder ein Affe. Der Wasseraffe. Son Goku. Okay, jetzt wechsle ich aus und lasse Efeuserp was machen. Oder Efeuserp. Ich sag immer Efeuserp. So, Efeuserp. Benutze deinen Grasmixer. Erstmal schön das Gras mixen, so. Und. Ah, was? Kein One-Hit? Naja, okay. Senkt die Genauigkeit. Oi, oi, oi. Autsch. Ja, ist klar. Fünfmal, ahem. Na, viermal. Naja. Ist auch schon schlimm. Diese viermal. So, Bash. Und you are in the ass. So, in so einer Situation kann man nur einen. Hier, das ist noch für dich. Also die ganzen, diese Texas Ranger geben einem immer Bären. Je nachdem, wo man sich gerade aufhält, begegnet man unterschiedliche Pokémon. Gibt es vielleicht auch noch einen perfekten Ort, den für alle gleichermaßen passt? Schnelles Gras, bevor ein Pokémon auftaucht. Und hier ist wieder ein Mini-Pilz. Und hier ist wieder ein Team Plasma. So, dich bist du uns also schon auf den Fersen. Ich werde dich aufhalten, damit meine Kameraden Zeit haben zu fliehen. Im Plasma-Kampf! Und er hat einen Nagelotz. Das wird schnell gehen. Einfach nur eine Kampfattacke und weg. Weg ist sein Hamster oder sein. Sein Eichhörnchen oder was auch immer. So, Doppelkick. Oh, es könnte mir schon Unlichtattacke. Nein! Diese verdammte Paralyse. Geduld, das bringt dir nichts. Doppelkick. Bam, bam. Und noch einmal. Oh, schade. Den Namen gibt's nicht mehr. Okay. Und, ja, das hätten wir. Ganz recht. Meine Aufgabe war lediglich, dich etwas auszubremsen. Wenn du dich nicht beeilst, wirst du mich und meine Kameraden kaum erwischen.
Ich dachte, wir wären ein Texas Ranger. Ist er ein Texas Ranger? Nein. Warum Ball schon wieder? Hey, sie werden Pokémon, die langweilen mich einfach nur, deswegen tschüss. Hier ist ein Item. Paraheiler. Oh Mann, Texas Ranger. Eins mit der Wildnis zu werden und mit dem Herzen zu den Pokémon zu sprechen. Das zeichnet einen Pokémon Texas Ranger aus. Da 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 da, Grillmack, Grillmack. Der Feueraffe. Soll ich Solamak rauslassen? Ja, komm, warum nicht? So, Affe! Affe! Ich habe übrigens immer noch herausgefunden, wie der Affe da heißt, den ich meine. In dieser Reality-TV-Show. So, Aquaknarre. Verdammt! Zieht aber wenig ab, obwohl es sehr effektiv war. Oh, hier gehen alle, das muss ich wechseln. Son Goku. Jetzt haben wir mal einen Doppelkick. Mir ist es ja egal, wer dieses Pokémon ownt. Bam, bam. Bam, bam. Und tschüss. Kannst du die Wildnis spüren, von der ich sprach? No? Ja, ich bin mir sicher, du kannst damit etwas anfangen. Pilsifbeere. Halt, glaube ich, Verwirrung. Wenn du so stark eine Wildnis verschmilzt, werden dich die Menschen und bald auch die Pokémon nicht mehr wahrnehmen. Das solltest du vermeiden. Gut, jetzt haben wir hier zwei Wege. Einer führt nach unten, einer nach oben. Ich nehme mal den unteren Weg. Oh nein! Warum mal? So, Son Goku! I tackle him with a double kick. Jetzt können wir es fangen. Fußtritt. Ich trete ihn mit Füßen. Oh mein Gott. Lass dich nicht demütigen, du bist ein Karatekämpfer. So, tschüss. Hier ist ein Item. Und hier ist ein See. Ein Minisee. Und schon wieder eine neue Nervensäge. Im Stravikel, mein anderes Pokémon. Ja, aber schon so, jetzt kommt mein Sprudel in einen Satz. Heilt die KP um 60, also werden die ganz aufgefüllt. Oh, Tickle, oh mein Gott. So, nach dem Kampf setze ich noch ein Paraheiler ein. Also kann doch keiner hier kämpfen, wenn das Pokémon paralysiert ist. Ah, die war nicht sehr effektiv, das liegt daran, weil jetzt ein Käfer-Pokémon noch ist, genau. Hoffentlich ist Doppelkick stärker, da ist ja noch Step drauf, wegen Kampf noch. So, Doppelkick. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Hat überlebt. Eigentlich müssten Kampfattacken sehr effektiv sein, weil Käfer werden zertreten. Bam. So, diesen Käfer haben wir zertreten. Er ist eigentlich ein Paraheiler. Es wird dann wieder das System markiert, ne? Ja. So, Würfelfalls Vergiftung, okay. So, Paraheiler, zack, auf Son Goku, okay. Na warte, jetzt muss ich noch den Item-Dings da wieder markieren. Diesen Item-Radar, ja genau. Okay. Wo geht's jetzt lang? Hier ist ein Item. Strauchlatem 86. Eine gute Pflanzenattacke. Und was ist jetzt schon wieder Stravike?
Weißt du was? Doppelkick. Einmal, zweimal. Bam! Einmal, zweimal. Und schade, nicht tot, naja. Fadenschuss! Fadenschuss, meine Antwort. Einmal, zweimal. Bam! Einmal, zweimal. Bam! Und tschüss, man! So, schaue ich mal nach, was die Fähigkeit von unserem Cardonis ist. Was hat die Fähigkeit? Steht hier irgendwo dran? Robustheit, sehr schön. Schutz gegen K.O.-Treffer-Attacken. Und der Angriff, ihr seht, ist ziemlich hoch und hat Level 19 und hat schon eine Angriffskraft von fast 60. Das ist beachtlich. Evo-Serb ist auf Initiative spezialisiert. Gehört nicht in unserem Team, der Affe. Ist aber ja auf Initiative, die werden ein bisschen eher ausgeglichen. Und Elezeba spielt auf Initiative und normalen Angriff, momentan Spezialangriff. Spezialverteidigung hat es ein bisschen wenig, aber naja. Das mal so als Zwischen. Und ich muss wieder den Itemfinder. Naja, ihr wisst ja schon. So. Ist die Frage, wie kommen wir dorthin? Also, ich meine, nach unten, um das Item zu holen. Langweilig, langweilig, langweilig. Fußtritt. Immerhin können wir unsere Son Goku leveln. Aber wir müssen unser Elezeba trainieren, weil das brauchen wir dann in der nächsten Arena. Die nächste Arena ist eine Käfer-Arena. Und da brauchen wir die Nitro-Ladung von unserem Elezeba. Ja, wie kommen wir an dieses Item? Ich glaube, das können wir noch nicht holen. Das können wir, glaube ich, erst später holen. Da bin ich mir sogar sicher. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Und hier ist noch ein Team Plasma. Spaß. Die. Wie jetzt? Meine Kameraden wurden von einer halben Portion mit dir besiegt, wie dem auch sei, deine Reise endet hier. Ach, das wollen wir doch mal sehen. Mit deinen Felillos und Nagelotz, kommst du gegen mich nicht an. Nagelotz, ja. Son Goku macht aus ihm einen Pfannkuchen. Doppelkick. Na toll, das ist nur eine Ausrede, deine Geduld. Einmal, zweimal, bäh! Und tschüss! Ach, du langweilst mich, weißt du das? Meine andere Kampfattacke. So, Fußtritt. Langweilig. Und Level ab, Level 20 hat inzwischen ist total überlevelt momentan. Garnovil, naja, können wir mit dem Affen einsetzen, aber egal. Bedroher senkt zwar den Angriff, aber es reicht immer noch für dieses Garnovil. So, nochmal Doppelkick. Sogar Volltreffer, also keine Chance. Ist ja schon gut, hier ist der gestohlene Draco-Schädel. Yippie! Der scheint aber schwer zu sein. Der scheint aber schwer zu sein und der packt ihn einfach so in seinen Rucksack. Und der ist bestimmt größer als. Der ist zumindest so ein kleiner Schädel. Bin mir das sicher. Oh nein. Alles in Ordnung? Oh, mein teurer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Weißer Cerulus. Ceruleus. Ich bin untröstlich, der Drakoschädel wurde einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Drakoschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Allerdings dulden wir keinerlei Risikofaktoren. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren,
Doch dann treffe ich auf so eine Wichtigtour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, den ich vorhin besiegt habe? Kevin, Artie! All die anderen hatten nichts dabei. Und wer ist das hier, ihr Anführer? Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Jesus gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redegewandt für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest der sieben Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment nicht schlecht. Artie mit seinen Käfer-Pokémon und Aloe mit ihren Pokémon vom Typ Normal. Wie hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert? Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu führen. Wir ziehen uns dann erst einmal taktisch zurück. So, aber seid gewarnt, um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und weg sind sie. Gut, zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Artie? Sollen wir sie verfolgen? Nein, der gestohlene Drakoschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie erst einmal zu sehr in die Enge, können sie... Was? Treiben wir sie jetzt zu sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Also, hallo, ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann, ich warte dich in der Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Kevin, das ist der Drakoschädel, den du in den Händen hältst, richtig? Kevin hat Alo den Drakoschädel übergeben. Vielen Dank, Kevin. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, einen so lieben Trainer wie dich zu haben. Hier ist kleines Dankeschön, setz ihn gut ein. Den Mondstein, ach wie schön, damit können wir einen Pokémon entwickeln. Nur bestimmte. Das ist dein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sich mit Hilfe dieses Steins entwickeln. Also, ich bringe den Drakoschädel jetzt mal wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Ja, mit dem Mondstein können wir zum Beispiel unser Einsomniam entwickeln, aber wir haben noch keins. Gut, dann verlassen wir mal den Wald. Hier ist noch ein Item. Wundersaat verstärkt Pflanzenattacken. Ich könnte mir gleich, glaube ich, unserem Ephoserp geben. Glaube ich gar nicht so dumm. Also gut, dann mache ich es einfach mal. Ach, Großwurzel ist ein Trage-Item, okay. Ich dachte, das wäre ein Item, das heilt, okay. Dann geben wir unserem die Wundersaat erstmal Ephoserp so. Und, jetzt müssen wir wieder zurück an unser Pokémon halten. Schau mal, ich habe einen Orden aus der Arena von Orion City. Oh, du hast auch schon einen. Lass uns durch einen Pokémon-Kampf herausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist. Na gut, wenn du magst. Göre, yo. Hey, yo, was geht? Du bist immer fleißig mit Jojos. Und Fleckneu. Ihr merkt, die Pokémon werden langsam immer verschiedener. Psycho-Flug gegen Kampf. Ich probier's mal. Doppelkick. Ja, der Flugtyp gleicht den Scheiß wieder aus. Also der gleicht den Angriff wieder aus, meine ich. Ja, beide Typen von Gegner sind sehr effektiv gegen unser Pokémon. Windstoß müsste killen, glaube ich. Warte nicht. Boah. Son Goku ist vielleicht stark. Doppelkick. Tschüss. Oh, was kommt jetzt? Fleckneu. Schade, dass wir unser Elitzeber down ist. Dann könnten wir es gut trainieren. Naja, nehme ich jetzt mal wieder unseren Affen-Abwechslung reinbringen. Fleckneu. Schlecker. Ich gehe zum Schlecker. Kommst du mit? Na klar. Gewissheit. So, nochmal Schlecker. Ich hoffe, es wird paralysiert. Gewissheit, eine Unlichtattacke. Finde ich, naja, unnötig.
Erzstempel. Was ist denn das? Wow! Oh, Volltreffer. Jetzt habe ich mich gewundert. Naja, gut, Son Goku. Hufttritt. Tschüss. Und tschüss. Was kommt jetzt? Noch eins, oh Mann. Das wird langsam richtig schwer. Doppelkick. Oi. Nein! Was ist denn das für eine Attacke? Ich kenne dich gar nicht so richtig. Das ist bestimmt die Spezialattacke von Slack 0. Jetzt setze ich mein X-Abwehr ein. Und ja. Doppelkick nochmal. Was riechst du denn? Ja, das ist ein Son Goku, richtig, genau. Lol, das schafft sogar, hätte ich nicht gedacht. Naja, Fußtritt und tschüss. Ein Kampf gegen einen Trainer mit Orden ist eben etwas ganz Besonderes. Oh ne, ist noch ein Trainer. Ich will gar nicht gegen den kämpfen. Warum kommen Menschen mit einem Pokémon so gut miteinander aus? Damit beschäftigt sich meine Forschung. So ist der letzte Mal und können wir unser Pokémon heilen. Ich hoffe, den besiegen wir noch. Ah, der hat nur ein Pokémon, es geht locker. Oh nein, Somnium. Das könnte ein Problem werden, aber nur ein kleines. Also, unser Kardonis wird failen, glaube ich. Ich probiere es jetzt mal, Doppelkick. Er ist nicht sehr effektiv, Kampf gegen Psycho. Mein Son Goku wird ganz müde. Ach, zum Kill reicht es nicht ganz, jetzt wird es es kann Mondschein, halt sich, ja. Okay, ich wechsle und hole unseren Affen mit Schlecker raus. Achso, unser Affe ist tot. Naja, gut, dann Efoserp. Ich glaube an dich, Efoserp. Mondschein! Hat zum Glück nur 5 AP, Mondschein. Jetzt hat es nur noch 3. So, mixen wir erstmal wieder Gras durch. Grenze. Also Grasmixer. Es kommt wieder Mondschein, glaube ich. Ja, natürlich. Ein pures Healer-Pokémon. Jetzt reicht mir einmal. Wachstum. So. So, einmal kann ich noch Mondschein einsetzen, dann sind die AP verbraucht. Aber bis dahin erhöhe ich nochmal erstmal den Angriff. Das langweilt mich und meine Efoserp auch. Grasmixer. Uiuiui, fast gekillt. Nicht schlecht. Psystrahl. Scheiße. Oh nein. So, jetzt muss ich den Aufwecker rausziehen. Aufwecker, Aufwecker, wir haben keinen, daneben eine Maronenbeere, ist ja egal. Und ein letztes Mal Mondschein. Und jetzt killen wir das Ganze mit Grasmixer. Und tschüss. So, jetzt heilen wir schnell unsere Pokémon. Dann gehen wir auf den Weg zur Wendel. Ich weiß gar nicht, wie die Brücke heißt. Auf jeden Fall ist die echt episch gemacht. Finde ich sehr gut von den Machern, wie sie die gemacht haben. Aber das werden wir erst im nächsten Part sehen. Erstmal machen wir noch die Trainer, damit wir sie weg haben.
Ich weiß es auch nicht genau, aber sie sind wohl der Grund, dass es in Wäldern so angenehm ist. Ich gehe jeden einzelnen Tag meines Lebens laufen. Ich will nämlich einmal der Marathonkönig von Einal werden. Oh, hier geht's weiter. Wenn ich im Kampf anwende, was ich gerade gelernt habe, kann ich dich besiegen. Okay, dann zeig's mir. Zwei Pokémon. Ist doch viel zu wenig. Mit vier wäre ich zufrieden. Ich verwende mal Geduld, spaßeshalber. Windschnitt. Sehr schön. Und was kannst du noch? Egal was du machst, mein Son Goku wird jeden Angriff absolvieren und dann zurückschlagen mit doppelter Kraft. Ungefähr so. Na, tat es weh? Tat es weh? Hä? Was hast du davon? So, und jetzt nochmal. Das mach ich dich fertig. So, tschüss. Level 21. Unser Son Goku ist fett überlevelt. Konter. Konter ist eine gute Attacke. Ich glaube, ich vergesse erstmal Geduld oder Silberblick. So. Felilo. Konter können wir mit Robustheit kombinieren. Boah, das ist ganz eine miese Kombi. Doppelkick. Und tschüss. Bam, ins folgendes Gesicht. Habt ihr das gesehen? So, wo geht's hier lang? Ja, ich spüre die Präsenz eines starken Pokémon. Hier kann man ein legendäres Pokémon fangen. Ach scheiße, ich hab gespoilert. Wollte ich eigentlich nicht. Vergesst das, was ich gesagt hab. Also, die Bäume hier werden gefällt und von Mario City aus in die ganze Welt exportiert. Oh Gott, ja, hier kann ich schon lang gehen. Also, ich sehe die Brücke, die werden wir im nächsten Part durchqueren. Und dann gehen wir nach Strato City. Bis dann! Servus!